Also hier seht ihr das Bauhaus vom Team Pornokeller. Wenn man jetzt hier zum Eingang läuft, sieht man halt Büsche oder Sträucher, die halt den Wegrand schmücken, mit einem Brunnen da rechts daneben. Ja, dann gehen wir jetzt mal in das Haus rein. Man sieht hier halt viele große Fenster, die halt für das Bauhaus typisch sind. Und es ist halt alles sehr hell gehalten. Und wenn man jetzt hier rechts geht, geht man halt hier in die Garage rein. Und wenn man dann durch die Garage in den Garten geht, ist halt hier rechts neben dem Blumenbeet ein Stall. Zum Beispiel jetzt für Schweine oder sonstiges. Dann ist halt daneben ein Blumenbeet, ein Pool und links neben dem Pool eine Terrasse, wo halt Sitzmöglichkeiten sind. So, wenn man jetzt wieder reingeht und rechts runter in den Keller geht, sieht man halt einen Schlachtkeller. Und ja, dazu gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Und wenn wir jetzt wieder hochgehen, die Treppe wieder hoch, dann kommt man halt in die Küche. Und dort ist halt typisch für ein Baumhaus eine offene Küche mit halt wieder großen Fenstern und auch einem funktionierenden Lichtsystem. Dann, wenn man jetzt die Treppen weiter hochgeht, kommt man halt zum Wohnzimmer. Dort sieht man jetzt halt auch wieder typisch große Fenster und jetzt eine Couch, Fernseher und einen Sessel. Dann, wenn man weiter geradeaus geht, findet man halt das Bad mit einer Wanne, einem Klo, zwei Waschbecken und einer großen Dusche. Dann, wenn man jetzt noch weiter hoch geht, kommt man halt zu den Schlafräumen. Am Anfang der Schlafräume steht noch ein Aquarium, ein großes. Und ja, hier sieht man jetzt das Schlafzimmer für zum Beispiel die Eltern. Ist halt ein Doppelbett, also für ein Ehepaar oder so, mit halt verschiedenen, also mit so einem Bücherregal und einem Bild. Und links daneben ist ein weiteres Zimmer für zum Beispiel das Kind oder halt ein Gästezimmer. Wenn man jetzt hier rechts nach draußen geht, kommt man hier halt jetzt auf die Terrasse, die halt überdacht ist durch Gestrüpp. Und ja, das war unser Bauhaus.